Hallo und herzlich willkommen zurück zu Reversed Super Mario Bros. Wii. Wir sind in Welt 2 und ich gehe mal in die falsche Richtung. Es ist schlimm, ich kenne das Spiel, also zumindest die Oberwelt. Traurig. Welt 2, 1. Ja, ich habe übrigens herausgefunden, anhand des Let's Plays, des Walkthroughs, Playthroughs etc., dass es halt, wie gesagt, ganz normal weitergeht. Für die, die jetzt nicht gespoilert werden wollen, einmal kurz Ton ausschalten. Und zwar beinhaltet der Hack drei Welten. Welche drei Welten das sein werden, es liegt eigentlich auf der Hand, wenn ich ehrlich bin. Fakt ist, es sind drei Welten. Und Fakt ist auch, wir werden natürlich alle spielen. Und ich weiß, um welche drei Welten es sich handelt. Und dementsprechend weiß ich auch, wann dieser Hack hier und dieses Let's Play hier sein Ende nimmt. Ich weiß aber nicht, ob es noch eine Special Welt gibt oder weiß ich nicht, Bonus Level etc. pp. Und inwiefern dann die Welt oder die Welten die Welten aussehen, die laut dem Playthrough oder dem Let's Play nicht zum Hack dazugehören. Ja, Mario. Er verliert schon an Treffsicherheit. So, ich mache mir Sorgen um die zweite Sternenmünze. Ach da, ach guck mal, easy going. Aber das mache ich jetzt ganz geschickt. Easy going. Na, und nein. Mario, jetzt mach nicht diesen hier. Das wäre ungeil. Das wäre richtig ungeil. So, ihn behalte ich jetzt mal. Oder? Normalerweise müsste jetzt hier eine Sternenmünze kommen, die... Da. Alter. Da konnte ich mich jetzt gerade nicht mehr vorretten. Alter, jetzt ist aber auch mal gut, ne? Nee, der Koopa kam einfach aus seinem Panzer und ich konnte ihn nicht loslassen, weil ich in der Düne war. In der Düne. Ich bin in deiner Düne. Und du in meinem Sack. Was? Was ist das denn? Gott. Habe ich noch einen Panzer? Dann jage ich den dahin. Nee, hier scheint mir keiner zu sein. Es ist ja jetzt nicht so, als würde ich hier drauf gehen. Aber... Ja, toll. Und jetzt kommt da der Koopa an, oder was? Ja, der dreht sich dann aber nur noch nach unten. Also senkrecht nach unten. Das... Nein! Oh, warum immer so unnötig? Oh, oh. Alter. Das war knapp. Das war sehr knapp. Nee, was wollte ich sagen? Ach du, ich wollte vieles sagen. Das ist nichts Neues hier. Nee, ich weiß nicht mehr, was wollte ich denn sagen? Achso, bezüglich Bonus-Level und Special-Level, ne? Nein, wie die anderen Welten aussehen werden. Keine Ahnung. Vielleicht gibt es da ja noch mal ein paar kleine Secrets oder was weiß ich. Mal gucken. Vielleicht ist das ja dieses Let's Play oder dieses Playthrough, was ich hier gesehen habe, bezüglich der Vervollständigungen der Sternmünzen. Vielleicht wurde das ja auch einfach abgebrochen. Kann ja, weiß ich nicht. Kann ja alles sein. Ich glaube es nicht, aber könnte ja sein. Ach, ich greife mal zur Eisblume. Ja, doch. Ich mag die Eisblume. Einer meiner absoluten Lieblings-Power-Ups und von daher darf die ruhig mehrmals vorkommen. Vor allem, weil sie, glaube ich, in diesem Level gar nicht vorkommt. Hier gibt es wieder auch nur standardmäßig die Feuerblume. Was ja eigentlich typisch ist für Welt 2. Beziehungsweise, nein, für eine Wüstenwelt. Aber guck mal hier gibt es Pockys. Und da ist die Eisblume... Eigentlich ganz gut. Ah, ich hätte einfach nur einen Pilz nehmen können. Aber nein. Aber nein. So, ich vermisse die erste Sternenmünze. Wo könnte die denn sein? Da
Obwohl, die kommen ja eigentlich, ne? Gerade die erste Sternmünze kommt ja immer relativ spät. Ja gut, dann lasse ich sie einfach auf mich zukommen. Ich glaube, das ist das Beste. Ich muss niesen. Ja. Aber immer wenn man das sagt, muss man nicht mehr, ne? Das ist ein Mysterium. Hä? Ach, da war sie. Ja, easy. Wusste ich. Nein, natürlich nicht, aber... Ja, Sven... Ey, cool. Was war das denn? Tschüss. Mach's gut. Nein, nein. Oh, ist das dein blöder Ernst, sag mal. Da trifft mich der ein... Das ist ja wohl nicht wahr, ne? Wie... Ey, ganz ehrlich, das ist so ein Grund, warum ich Boomerang Bros in dem Spiel richtig verabscheue. Meine, die Hammerbrüder sind auch nicht viel besser. Okay, Fire Bros, also die Feuerbrüder finde ich auch richtig anstrengend. Gott, die sind auch... Nee. Also eigentlich hasse ich alle. Okay, hassen ist ein starkes Wort. Nicht mögen. Ach, guck mal hier, das ist der schiefe Turm von Pocky. Der heißt so. Den habe ich jetzt so getauft. Der heißt so. Punkt. Das lasse ich mir jetzt so in den nächsten... Oh, diese Boomerang. Boomerangs ist falsch. Boomerange. Boomerange? Ist richtig, ne? Ach, mir egal. Bin nicht euer Deutschlehrer. So. Sternenmünze Nummer 2. Wo bist du? Hier, Fragezeichen? Was ist das denn? Oh oh. Ja, genau. Ist klar. Wie asozial. Nee, also von Spikes habe ich erstmal genug. Nach New Super Spike U hat man von Spikes die Schnauze voll. Ist so. Ich hoffe, die bleiben hier im Einzelfall. Ja. Alter, nein! Ich wollte den in die andere Richtung werfen. Das ist hier, das ist gut gemacht eigentlich, ne? Hier mit der Plattform. Eigentlich smart. So, warte, was hat's hier mit der Röhre auf sich? Da würde man rauskommen. Sehe ich das richtig? Noch habe ich die Möglichkeit zurückzugehen, aber... Da ist eine Mini-Röhre. Was ist das denn? Ja, aber die kann man ja... Warte mal, die kann man ja gar nicht verwenden, wenn der Pocky da ist. Und wie willst du mit einem Mini-Pilz den Pocky loswerden? Ja, hier sind Fässer. Ja, warte. Jetzt mal ganz gechillt. Nummer 1. Und Nummer 2. Wow. Ja, Moment. Ich hab's gleich. Ich bin professioneller Let's Player. Und Nummer 2. Aber das ändert ja nichts daran, dass ich hier nicht, ne? Oder ist hier irgendwo ein versteckter Block? Wo rein zufällig ein Mini-Pilz drin ist. Weil ich... Ja, ich würde davon ausgehen, dass da... Dass da... die dritte Sternmünze drin ist. Also, vermuten kann man ja viel, ich weiß, aber... Oh Gott. Mist. Warte, ich habe ja einen Mini-Pilz. Dann muss ich aber das ganze Level... Oh Mist, dann muss ich das ganze Level jetzt mit dem Mini-Pilz machen. Nur für die letzte Sternmünze. Das könnte problematisch werden. Vor allem, wenn sie dieses Prinzip beibehalten... Und das öfters anwenden, dann sehe ich schwarz. Und das meine ich nicht rassistisch, das ist... Das sagt man so, das ist... Ja. Ja, ich habe keine Wahl, ne? Aber was macht... Jetzt mal ganz ehrlich, was macht man, wenn man den nicht hat? Und davon muss man ausgehen. Du kannst ja auch einfach nur durchs Level... nicht durchs Level, du kannst ja auch einfach nur durch das Spiel rushen. Gut, dann sammelst du in den seltensten Fällen halt auch die Sternmünzen, aber andererseits, wenn du jetzt sagst 100% Speedrun, klar, dann hast du keine Zeit dafür, in die Toadhäuser zu gehen
Oder hier in unserem Fall in dem Spiel in Peachs Schloss, um da einen Mini-Pilz zu kriegen. Weil es ist ja alles Glück. Also, dass du einen bekommst, ist ja mehr als Glück. Ja, und das war's dann auch mit dem Versuch. Das ist ein Traum. Okay, passt auf. Es muss in dem Level einen Mini-Pilz geben. Sprich, man muss ihn nur finden. Das werde ich jetzt tun. Bis gleich. Ah, okay. Hier gibt's nochmal eine Eisblume. Und ich muss fairerweise sagen, die Sache ist doch etwas tricky. Doch trickier, als man denkt. Man braucht nämlich zwingend eine Eisblume. Denn dieser Koopa hier ermöglicht es einem, in diese Röhre zu gelangen. Hier gibt es allerdings noch nicht die Sternenmünze. Denn... Ach Gott, wo kommt er denn her? Denn... Sag mal, hau ab. Denn hier gibt es den Mini-Pilz. Damit man das ganze Level nicht mit dem Mini-Pilz machen muss. So, jetzt ist der Spaß aber noch nicht vorbei. Der Pocky ist immer noch da. Und der Boomerang... Bro auch, also... Ja, von daher... Ich beseitige erstmal die Piranha-Pflanze. Und dann mit einem Kontensprung beseitige ich den Pocky. Und dann nicht sie ab in die Röhre. Also, hat was. Doch, doch. Also, was heißt hat was? Ist schwierig. So, die Münzen sind mir eigentlich relativ egal. Mir geht's um die Sternmünze. Und wenn ich jetzt noch gegrähe, dann wäre das mehr als nur bitter. Also bitte nichts wie ab ins Ziel. Sehr schön. Schön. Ja, doch, doch, doch. Ja, stimmt, das war erst das zweite Level, ne? Ja. Warte mal, also ganz kurz. Also erstmal wieder ein Pilz, ne? Also das ist ja, ne? Das ist ja... Ich will mir das ja hier nicht schwieriger machen, als es eh schon ist, ne? Muss ja nicht. Wir sind schon bei 50 Ups. Geil. Feeling lucky? Go through the door to try and win some irgendwas. So, die Power-Up-Tafeln oder Panels kennen wir ja. Ja, und mein dementsprechendes Glück. Es ist zum Heulen. Es ist zum Heulen in diesem Game. Es ist zum Heulen. So, wir haben noch nicht ein Paar. Guckt euch das an. Was ist das? Ey, ganz ehrlich, mein Glück in diesem Spiel, das ist traurig. Oha, ein Paar und das ist ein Mini-Pilz. Wow, ich bin... Nee. Also ganz ehrlich... Der Lauf in der letzten Folge, was heißt der Lauf? Der Try, der Versuch, whatever. Nennt es, wie ihr es wollt. War besser, aber das hier ist ein Witz. Na gut, wir sind ja auch schon leer ausgegangen, im allerersten Pilzhaus. Also, mich wundert hier gar nichts. Aber das liegt an New Super Mario Bros. Wii, das ist, weiß ich nicht, das ist, ja, in NSMBO. Läuft das besser? Also die Yoshi-Tafeln? Also nein, die Power-Up-Tafeln mit den Baby-Yoshis, so rum. Das klappt irgendwie, das läuft besser. Klar, genauso glücksbasierend, aber nee, weil es mit Remembern und so funktioniert. Also das ergibt alles keinen Sinn, was ich sage. Nein, hier werden ja die Power-Up-Tafeln gezeigt. Und dann heißt es nur noch erinnern. Die bewegen sich, ne, etc., etc. Oh Gott. Aber du weißt grundsätzlich, wo sie sind. Ey, und ganz ehrlich, der Treffer jetzt gerade eben war so mit der lameste, den ich jemals gesehen habe. Nicht meinerseits. Nein, 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 nein. Das Spiel hat mich einfach Mario, würdest du bitte diesen Block nehmen? Danke. Ja, da ist eine grüne Röhre, warum? Ich muss leider die Dingens hier überprüfen. Warte. Da oben.
Was? Lol. Wie jetzt? Ja, ich bin halt klein, also. Ja, ja, macht euch nur darüber lustig. Na! Oh, no! Ja, so schnell kann's gehen. So Frechheit hier. Ich hätte den Propellerpilz nehmen sollen. Nein! Oh, Mist, die Kack. Nein! Ich hätte den Propellerpilz nehmen sollen. Mist. Mist, Mist, Mist. Krieg ich denn hier? Die blöde Feuerblume bringt mir auch nicht weiter. Bringt mir auch nicht weiter? Ja, you know what I mean. Die hilft mir hier nicht. Die macht mir Licht ein bisschen. Toll. Schön. Ja, siehst du, und dann passiert nämlich das. Sag mal ganz ehrlich, irgendwas läuft doch hier gewaltig falsch. Das Level hat was gegen mich. Krieg ich hier vorne wenigstens einen Pilz? Nö. Ich krieg einen Scheiß. Ich krieg einen Furz. Warte, mit dem Block kann ich... Ach, guck mal an, mit dem Block kann ich andere Blöcke zerstören. Wenn der Pfeil da rein zeigt, zeigt der Pfeil da rein, dann gehe ich da rein. Easy going. So macht man das, liebe Freunde. Ach, guck mal hier. Das ist auch, ach, ja. Ja, easy, ne? Ist ja. Wusste ich natürlich. Oh, das ist jetzt übel. Gott. Ja, das erfordert Skill. Das kennen die meisten von euch heute gar nicht mehr. Sorry, ich liebe diesen Spruch. Ist das eigentlich für euch mittlerweile... Was heißt für euch? Ja doch, ist das für euch mittlerweile ein Insider? Was ist das denn? Warum hat der Block den denn jetzt da nicht getroffen? Oder die? Es ist ja die... No. Es ist doch nicht wahr. Oh, was wollte ich sagen? Ist das für euch eigentlich mittlerweile ein Insider? Also, also für die, die wissen, was ein Insider ist, die wissen auch, was ich damit meine. Also, Witze, die halt nur Leute verstehen aus der Community oder die das entsprechende Video gesehen, etc., etc. Also Insider, Insider halt, weil wie soll ich das anders erklären? Insider halt. Das ist eigentlich, wenn man ehrlich ist, was sind für mich klassische Insider? Aber schon seit längerem. Jetzt so als Vergleich. Nein, Mario, das war ein bisschen zu vorlich. Die klassischen Sprüche von mir und Lena aus unseren ersten Togethers. Ich weiß nicht, was fällt mir da jetzt zum Beispiel ein? Was ist Sperma? Ja, ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Boah. Ja, nein, das war jetzt nur... Das war ein doofes Beispiel, bin ich ehrlich. Das war ein doofes Beispiel. Ja. Okay, ganz ehrlich. Ich kann... Das ist nicht wahr. Nein! Ja, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein. Ich muss mich aufs Level konzentrieren, weil wenn ich jetzt nochmal drauf gehe, cutte. Nee, kann ich ja nicht. Alter, du bist so widerlich, ne? Du bist so widerlich, du stinkst so nach Pisse. Nee, weil wir haben ja das Level noch nicht einmal offiziell beendet. Ah. Ich vermisse die zweite Sternmünze. Also nicht vermisst im Sinne von, weil ich weiß, dass sie hier nicht vorkommt. Und ich sie nie wiedersehen werde oder irgendwie so. Sondern vermisst im Sinne von, ich hätte sie einfach gerne. Aber dass ich hier keine Feuerblume habe, ist leider... Oh, echt ein Krampf. Ja, genau, Mario. Ist okay, schüttel halt ein. Ist ja... Der lebensmüdige... Nein! Was soll mir das sagen? Mario, was willst du mir damit sagen? Ich laufe durch den Checkpoint und keine 5 Meter später... Schmeißt du dich? Wie von der Tarantel gestochen in den Tod.
Mario, willst du mir was... willst du mir was sagen? Ich glaube, der Mann hat suizidale Probleme. Ich glaube, da läuft irgendwas nicht ganz richtig. Meine Mann weiß ja nichts über Marios und Luigis Eltern, oder? Weiß man irgendwas? Irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Also wer weiß, was der für eine Vergangenheit hatte. Man weiß es ja nicht. Also ich bin ehrlich, die ganz, ganz alten Mario-Spiele, sei es jetzt ganz alte RPGs oder weiß ich nicht. Hab ich nie gespielt. Obwohl, ich bin ehrlich, mit Superstar Saga zum Beispiel, also Mario und Luigi Superstar Saga, wäre ich vertraut. Zumindest von der Storyline her. Oh Gott, ich sehe es schon. Trotz alledem, wäre mir da nichts bekannt. Andererseits, ein bisschen, was kann man sich ja denken. Also, ich bezweifle, dass es die Eltern nicht mehr gibt. Früher tot, etc., weil, ne, wir reden hier von Mario. Für Kinder ein absoluter Kindheitsheld. Oder auch, ne, im Erwachsenenalter. Und dementsprechend muss es ja irgendwie ein Vorbild sein. Sprich, wenn da Nintendo die Info raushauen würde, oder raus, ja, es die schon gäbe, und ich weiß halt nichts davon, und diese Info würde besagen, Eltern haben einen frühen Tod erlitten, etc., Krankheiten, etc., das wäre ja nicht mehr vorteilhaft. Was heißt vorteilhaft? Nein, das sowieso nicht, um Gottes Willen. Das wäre kein Vorbild. In keinster Weise. Oder sehe ich das falsch? Sprich, ja. Kinder ungeeignet. Also das geht jetzt nicht im Bereich wie sagt man das denn? Unangemessene Inhalte. Das nicht, klar. Aber, you know what I mean, ne? Ich meine, welches Kind oder auch im Teenager- oder Erwachsenenalter, wer behauptet gerne von sich, ja, mein Kindheitsheld? Mario! Aber da sind die Eltern halt früh verstorben, deswegen hat mir Mama verboten, das zu spielen oder zu gucken. Ist halt nicht kindgerecht. Ey, ganz ehrlich, damit würde sich Nintendo so viel kaputt machen. Also, wie gesagt, ich bezweifle, dass es da irgendwelche Infos gibt. Und ganz ehrlich, wenn es was gibt und das wäre ähnlich von dem, was ich jetzt gerade beschrieben hätte oder habe, das würde mich stark wundern. Also dass das nicht böse ausging, wundert mich auch. Ihr wisst, was ich meine, ne? Alter, ja, ist ja gut, Roy. Jetzt beruhig dich mal. Sorry, ich habe nicht damit gerechnet, dass der da abrutscht. Kann ich ja nichts dafür, wenn da irgendein Gleitgel verwendet wurde. So. Ich greife jetzt zum Propellerpilz, jetzt reicht's. Genug gefailt heute. Ist ja klar, dass das Hauptpropeller, ist ja klar, dass da das Haupt-Power-Up des Spiels wieder regeln muss. Normalerweise regelt das mein Skill. sagte er. Aber reicht halt heute leider nicht. Ey, sag mal, ist Instant Karma, ne? Instant Karma. Es ist nicht wahr. Nee, Nee, und die Eisblume hilft mir jetzt natürlich nicht. Bei der Sternmünze. Ja. Wow, that was close.
Nee, 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 nee. Was? Nee, ich bin zu weit. Das ist jetzt nicht wahr, ne? Ich bin zu weit gegangen. Also im Leben sowieso, aber. Ach nee, komm, das ist jetzt hier alles nicht wahr. Ich bin zu hoch gesprungen. Also ich bin, ja. Zu weit gegangen. Ich kann es nicht anders definieren. Ey, ist nicht wahr, ne? Ist alles nicht wahr? Na, 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 na. Ja, es war klar, dass das die zweite ist. Also natürlich, ich kann ja auch nur, ne? Ich meine, oh, jetzt darf ich das nochmal machen. Aber euch lasse ich da natürlich raus. Ihr seid da außen vor. Das schneide ich für euch, ist ja klar. Außer das Level ist jetzt nicht mehr sonderlich lang. Andererseits, die Folge hat schon eine bestimmte Länge. Jetzt sag doch mal, soll ich jetzt nicht. Ganz ehrlich, was ist das da bitte für eine Tür? Die sieht mir aber so direkt aus. Nee, da scheint es weiter zu gehen. Ich gehe mal rein. Ich hoffe, die ist optional. Ja, okay, gut. Oh oh. Alter. Das war mehr als knapp. Ui. Das ist. Oh, Roy ist richtig am Eskalieren hier. Was ist denn los? Hat der so einen Schiss vor mir? Ja, gut, Larry habe ich. Klar, den habe ich ausgelöscht. Der ist nicht mehr vorhanden. Nein, das nicht. Das könnte ich gar nicht. Könnte ich nicht. Außer das Spiel zwingt mich dazu. Nein, aber das könnte ich nicht, weil Larry ist einer meiner absoluten Lieblinge. Nicht aus einem bestimmten Grund, sondern halt, ja, er war halt der erste Koopaling, dem ich jemals begegnet bin. Oder zumindest bewusst jemals begegnet bin. Ich habe halt auch zu Kindheitstagen, Kindheitszeit, lol. Habe ich halt auch Super Mario World gespielt, aber da erinnere ich mich an kaum an was. Also das Spiel kenne ich, ne, die Koopalinge und so, die sahen aber auch ganz anders aus. Oh Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank, ich dachte schon. Ja, ach guck, ja, wie geil! Was heißt ein Custom Boss, ne, you know what I mean. Deswegen musste der jetzt etwas länger labber. Ja, der bringt dir auf dem Sand leider gar nichts, ne, dein Stampfer. Trotzdem, cooler Boss. Wie er da liegt. Aber ich find's schlecht gemacht, dass die Sanddünen nach dem Kampf nicht aufhören. So leid's mir tut. Finde ich ein bisschen schwach, aber ist meckern auf hohem Niveau. Ach Gottchen, Gottchen. Habe ich diese Folge eigentlich schon einen Cut gemacht? Ja, habe ich. Okay, weil ich dachte, ich wäre jetzt gerade bei 18 Minuten, aber das kommt ja nicht hin. Nee, wir haben schon ein bisschen mehr. Die Folge ist schon ein bisschen länger. Die helfe ich wahrscheinlich in der nächsten Folge. Dann hole ich nochmal eben schnell die erste Sternmünze, ne? Ah ja, stimmt, das war hier. Alles klar. Ja, gut. Ach ja. Nee, ich habe gerade überlegt, ne? Roy, eigentlich ist Roy ja gar nicht mehr hier in diesem Tower, ne? Sprich, er dürfte ja eigentlich. Alter. Er dürfte ja eigentlich gar keine Magiebälle mehr oder was auch immer das denn schießen. Naja. So, die erste Sternmünze haben wir. Raus hier. Komisch, diesmal hat der Bosskampf nicht so lange geladen. Wenn man das so bezeichnen darf. Gut, damit hätten wir alles. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.